sag euch. Sag euch, wo die... Wer beschützt uns Arme vor den Halsabschneidern? Du bist ja scheintot. Beweg dich. Ich komme gar nicht zu Atem. Vielleicht hat mich letzte Nacht ein Wirt... Mein Mann hat doch einen tollen Posten, was? Nicht übel. Aua! Was ist denn an einem Eimer Schalen mit? Wir sind vertrimmt worden wie Novigrader. Sie haben versucht, einem Hexer blöd zu kommen. Wo kam der überhaupt her? Woher soll ich das wissen? Wenn du so neugierig bist, frag ihn doch selbst. Komm schon. So ist es. Hey, du da!
Sieh an, wir haben einen Kunden. Ich wollte euch nichts abkaufen. Ich fürchte, da bist du schief gewickelt. Du musst zahlen, wenn du durch willst. Und wenn ich's nicht tue? Dann bist du tot. Siehst du dieses Medaillon? Boss! Klappe zu, Sobek! Ja, ich sehe es. Wir wollten kein... Erkennst du die Gilde? Ja, Meister. Vergib uns, dass wir's nicht früher bemerkt haben, bitte. Boss! Und jetzt zuhören. Ich komme vielleicht wieder. Eines Tages, keine Ahnung wann. Aber ich will euch dann hier nicht vorfinden. Ist das klar? Wie Kloßbrühe, Herr. Mögen die Götter dir eine geschwinde Reise schenken. Boss! Was ist nun wieder, Sobek? Boss, er ist ein Hexer. Sobek. Was? Halt den Schnabel.
Ein Hund lief in die Küche und stahl dem Koch den Brei. Da nahm der Koch den Löffel und schlug den Hund entzwei. Darauf ließ er ihn bluten und zog ihm ab das Fell. Und freute sich jetzt endlich, ist Schluss mit dem Gebell. Der Koch ist ein Gemeiner, drum zahlen wir es ihm heim. Wir machen jetzt ein Feuer und kochen ihn zu Leim. Ene mene mu, das Feuer, das machst du. Interessanter Reim. Wir kennen dich nicht. Geh weg! Was macht ihr alleine hier draußen? Wir sind nicht alleine. Oma ist doch da. Aber wo seid ihr hergekommen? Wir sind Waisen. Ihr alle? Es ist Krieg, also gibt's Waisen. Wusstest du das nicht? Ich suche nach den Hexen des Buckelsumpfs. Du siehst selber wie eine Hexe aus. Die Hexen? Im Sumpf? Wir dürfen nicht in den Sumpf. Oma erlaubt's nicht. Als mein Bruder Zemek verschwand, meinte Oma, er hätte sich im Wald verlaufen. Danach hat sie dauernd geweint. Er könnte doch noch wiederkommen. Eine junge Frau hat sich im Sumpf verirrt. Sie hat aschblondes Haar und eine Narbe im Gesicht. Habt ihr so jemanden gesehen? Hier gibt's keine Frauen. Und was bin ich?
Du bist keine Frau. Frauen haben Titten. Das stimmt. Als die Armee hier war, habe ich mal einen Alten sagen hören, versteckt die Frauen im Wald. Ihre Titten verwirren die Soldaten. Das quält die armen Jungs. Das hat er gesagt. Hört mal, das Mädchen, das ich suche, ist in Schwierigkeiten. Wenn ihr mir nicht helfen wollt, dann vielleicht ihr? Woher weißt du, dass sie hier war? Ich habe gehört, dass sie die Hexen im Sumpf besucht hat. Aber hier gibt's keine Hexen. Hier gibt's nur Frösche. Und Schlangen. Und Hansi. Was soll das heißen? Was ist das für ein Geplapper, hm? Hier ist der Zutritt verboten. Nur für Kinder nicht. Für meine Kinder. Wer bist du? Mit Schwertern wie ein Bandit. Du sorgst hier für die Kinder? Sie sind meine Enkel. Oma ist lieb zu uns. Heute Abend gibt's Suppe mit Schwarte. Ein paar haben sich verlaufen. Sie fehlen mir. Weißt du, wo sie sind? Niemand weiß es. Wer ist Hansi? Hansi fraß ein kleines Kätzchen und dann kackte er 4 Tätzchen. Hüte deine Zunge! Die Kinder erzählen vielleicht Geschichten. Bist du eine der Sumpfhexen? Ich hörte, dass im Buckelsumpf... Ich eine Hexe? Quatsch! Ich habe keinen Besen, keine Eule und keine Warze. Meine Nase ist hübsch. Schau. Omas Nase ist wirklich hübsch. Oh, du Schätzchen. Kinder sind so süß. Ich rede nur mit den Kindern. Hab sie nach einer jungen Frau gefragt. Ich war ein hübsches Mädchen mit einem langen Zopf. Hat meine Mutter geflochten. Ich hatte Kleider mit Blumen drauf. Vielleicht hast du sie gesehen. Jung, aschblondes Haar. Deine Verlobte? Meine Tochter. Tochter, meine lieben kleinen Töchter. Wo sind sie jetzt? Sind sie vielleicht verletzt? Hilf mir bitte. Ich will nur wissen, ob du eine junge Frau mit aschblondem Haar gesehen hast. Was schaut ihr so, Kinder? Wascht euch die Hände, wir gehen Grillen fangen. Von dir erfahre ich wohl nichts. Nein, ich weiß ja auch nichts. Hansi weiß bestimmt was. Er weiß viel. Wenn ich ihn was frage, sagt er, warte, ich kratz mir den Arsch und sag es dir. Pfui, so ein Wort. Was redest du nur? Ab zur Hütte. Du stellst dich in die Ecke, dafür werde ich sorgen. Du, verschwinde. Verschwinde! Du kannst hier nicht rein. Darfst du nicht. Ich will nur mit dem Jungen reden. Geht nicht. Nicht erlaubt. Ich rede sowieso nicht mit dir.
Oma mag dich nicht. Und Hansi gibt es gar nicht. Und Fremde stehlen Kinder. Ich habe nur eine Frage an dich. Du sollst nichts fragen, Fremder. Man darf nicht mit Fremden reden. Können wir jetzt essen? Suppe mit Schwarte. Hörst du? Er hat Angst vor dir. Mach meinen Kindern keine Angst. Warum wollt ihr nicht über Hansi reden? Wenn ihn einer von euch kennt, kennen ihn doch alle. Hansi ist nur sein Freund. Sie sammeln Pilze und jagen Schnecken. Oma sagt, Hansi wäre erfunden. Behandelt eure Oma euch gut oder tut sie euch weh? Nie. Sie weint, wenn wir böse sind. Sie hat Angst, dass Fremde uns holen. Und wir dann weg sind. Der Junge, der mit Hansi spielt, muss mutig sein. Nein, er ist nur dumm. Hat sich mal mit nacktem Hintern auf einen Ameisenhaufen gesetzt. Aber er spielt mit Hansi. Er hört nicht auf Oma und geht in den Wald. Und dann muss er in die Ecke. Und er isst Schnecken. Igitt! Habt ihr Hansi schon mal gesehen? Klar, sieht aus wie er. Warum sagst du dann, er wäre erfunden? Das sagt Oma. Oma weiß viel. Das Mädchen, das ich suche, ist in Gefahr. Helft mir, eure Oma aus der Hütte zu locken, damit ich mit Hansis Freund reden kann. Na gut, aber du musst auch was für uns machen. Verstecken spielen. Macht Oma nie. Sagt, ihr tun die Füße weh. Gut, versteckt euch. Aber wenn ich euch finde, helft ihr mir, mit dem Jungen zu reden, der Hansi kennt. Der glaubt, er findet uns so einfach. Der hat sich noch nie vor den Schwarzen versteckt. Nicht gucken. Und du musst laut zählen. Alle Finger. Und die Zehen. 1, 2, 3, 18, 19, 20. Alles muss versteckt sein. Ein Sturm, verdammt. Da bist du. Du kannst rauskommen. Oh. Ich kann dich sehen. Gemein, ich wollte gewinnen. Hab ich dich.
Wie hast du mich gefunden? Das war's. Jetzt habe ich euch alle. Du hast bestimmt gemogelt. Komm, ich muss den anderen sagen, dass ich gewonnen habe. Ich habe euch alle gefunden. Jetzt müsst ihr mir helfen, mit Hansis Freund zu reden. Na klar. Haben wir ja versprochen, oder? Oma, komm! Keine Angst. Ich weiß nichts. Ich tu dir nichts. Wo ist Oma? Beschäftigt. Warum hast du Angst zu reden? Ich hab gar keine Angst. Ihr habt alle Angst vor irgendwas. Sonst hättet ihr mir von Hansi erzählt. Ich hab Angst um Hansi. Er kommt schon lange nicht mehr. Einmal hab ich beim Pilzesammeln seinen Bau gesehen. Aber Oma hat mich angeschrien. Nicht mit Fremden reden, weil sonst Kinder verschwinden. Sie hat auch Angst um Hansi. Aber sie sagt, er wäre erfunden. Wo sind deine Eltern und die deiner Freunde? Tot. Verhungert. Oder getötet, wie meine. Einmal bin ich morgens losgegangen, um Beeren zu sammeln. Da gab's noch welche. Als ich nach Hause kam, hab ich Schreie gehört. Dann Lachen. Ich hab mich oben im Gebüsch versteckt. Meine Mutter hat geschrien. Die Soldaten haben gelacht. Papa lag bei der Scheunentür. Ohne Kopf. Und dann Mama. Schon gut. Das genügt. Ich will nur mit Hansi reden. Vielleicht weiß er mehr als du. Du tust ihm doch nichts. Er ist echt. Nicht erfunden. Ich werde ihm nichts tun. Hansi war oft hier, weil Oma ihn gerne singen hört. Beim Pilzesammeln hat er gesagt, dass er im Sumpf ein Mädchen mit aschblondem Haar gesehen hat. Wo finde ich Hansi? Am Sumpfrand gibt es eine kleine Wiese mit so einem komischen Baum. Schau dich da um. Da findest du ihn. Danke.